Unglaublich, aber wahr. Es gibt noch immer Menschen, die nicht mal wissen, was introvertiert überhaupt bedeutet. Manch einer kennt das Wort, weiß aber nicht, ob es auf ihn zutrifft. Genauso gibt es aber Menschen, die sich mit diesem Persönlichkeitsmerkmal identifizieren und entsprechend ihr Leben verändert haben. Zu diesen Menschen gehöre ich und ich möchte heute mal mit euch teilen, was ich nicht mehr tue, seitdem ich erkannt habe, dass ich introvertiert bin. Und vor allem, seit ich erkannt habe, dass das weder was Schlimmes noch etwas Peinliches ist. Nummer 1. Nur aus Prinzip dabei sein. Einer der von mir meist gehassten Sätze ist: Geh erstmal hin, wenn du da bist, wird es bestimmt gut. Ich verstehe total, woher das kommt. Manchmal ist es wirklich eine Überwindung, überhaupt erstmal loszugehen. Aber ich bin kein Kind und ich bin jemand, der sich selbst immer besser kennenlernt. Also weiß ich mittlerweile, ob das Problem ist, dass ich nur nicht losgehen will oder ob mir eine Veranstaltung wirklich nicht liegt. Früher bin ich dann trotzdem los, weil so macht man das halt. Es ist ja komisch, viel allein zu sein. Richtig komisch ist es, nicht zu Treffen oder Veranstaltungen zu gehen, die nach Spaß klingen. Tja, heute weiß ich es besser. Ich bin persönlich weder schüchtern noch ängstlich. Ich bin nur jemand, der mit seiner sozialen Energie haushalten und Prioritäten setzen muss. Und als junger Mensch muss man wahrscheinlich noch mehr ausprobieren, um eben genau dahin zu kommen. An den Punkt, wo man wirklich selbstständig ist, sich kennt und somit Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernimmt. Wenn ich mich heute für ein Treffen mit Menschen oder eine Veranstaltung entscheide, dann stehe ich dahinter. Ich mache nichts aus Prinzip mit. Ich will dann dort sein. Meist kann ich die Zeit dadurch richtig genießen. Nicht so wie früher. Da war ich auch manchmal an Orten oder in Kontakt mit Menschen, die bei mir nur Unbehagen ausgelöst haben. Alles nur, um nicht als Sonderling zu gelten. Das kann introvertierte oder auch schüchterne Menschen, was übrigens nicht dasselbe ist, aber auch dazu treiben, sich noch mehr zurückzuziehen. Wenn wir uns immer wieder zu Dingen zwingen und in den allermeisten Fällen negative Erfahrungen sammeln, wird es auch immer schwerer, uns beim nächsten Mal wieder aufzuraffen. Die Qualität meiner Kontakte, Entscheidungen und Erfahrungen ist heute höher als früher, weil ich auch mal Nein sage. Auch wenn das viele, viele Menschen partout nicht hören oder verstehen wollen. Nummer 2. Andere Menschen überschätzen. An dieser Sache arbeite ich noch. Ich darf nicht immer erwarten, dass andere ihr Leben im Griff und auch ihre Arbeit im Griff haben. Obwohl ich eigentlich als eher skeptischer Mensch gelte, habe ich früher irgendwie immer erstmal erwartet, dass anderen das Leben leichter fällt als mir. Und klar, Extrovertierte haben in unserer Gesellschaft bei vielen Dingen nun mal die Nase vorn. Aber ich habe ihnen und anderen Menschen früher immer erst einmal geglaubt, dass sie kompetent sind, sei es bei ihrem Job oder einfach im Leben. Allerdings weiß ich mittlerweile, viele, viele Menschen wursteln sich auch irgendwie nur so durch. Das zu erkennen, heißt auch, etwas nachsichtiger mit mir selbst umzugehen. Früher war der Gedanke, warum fällt anderen das Leben so viel leichter als mir, ein ständiger Begleiter und hat mich auch mürbe gemacht. Es hat sich nicht wirklich geändert, dass ich mit anderen Dingen zu kämpfen habe als der Durchschnittsmensch. Aber meine Einstellung hat sich geändert. Ich fühle mich davon nicht mehr betroffen oder betrübt. Und dieser wäre ich doch extrovertiert, wäre alles besser Gedanke, den sehe ich bei vielen Introvertierten leider noch immer. Das ist fast immer zu kurz gedacht. Da spielt auch Punkt 5 auf dieser Liste mit rein, wir sind ja mehr als nur introvertiert. Aber dazu gleich mehr. Erst einmal festhalten. Ich nehme mir mehr und mehr Zeit, die Persönlichkeit und Kompetenzen von anderen Menschen einzuschätzen. Leider fällt mir dadurch natürlich auch auf, wie viele Leute einfach nur mitmachen und ziemlich wenig Tiefgang haben. Oftmals, weil sie sich eben genauso getrieben fühlen wie ich früher. Im Trott des Alltags scheinen viele einfach nur irgendwie ein Selbstbild aufrechterhalten zu wollen. Dieses soll natürlich kompetent und gut wirken. Aber ich warte heutzutage immer erst einmal ab, ob da auch ein Fundament drunter ist. Hinter vielen vermeintlich glücklichen und erfolgreichen Menschen steckt eigentlich auch jemand, der sich überfordert fühlt, Ängste hat oder nicht mal weiß, wer er eigentlich ist oder was er tut. Zu verstehen, dass es vielen so geht, hat mir mit den Jahren geholfen, meine eigenen Probleme und Unzulänglichkeiten etwas weniger dramatisch zu sehen. Sie gehören nun mal zum Leben dazu. Nummer 3. Alkohol zur Enthemmung nutzen. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Sobald der Alkohol fließt, fällt alles leichter. Reden, flirten, tanzen. Ich habe Alkohol definitiv genutzt, um meine Hemmungen loszuwerden. Natürlich immer nur zeitweise und oftmals mit negativen Folgen. Aber im ersten Moment funktioniert das. Damit man sich enthemmt fühlt, muss man auch nicht mal schüchtern oder ängstlich sein. Der Effekt trifft nahezu jeden.
Gerade Partys mit vielen Menschen und vielen sozialen Erwartungen sind für Introvertierte oft anstrengend. Manchmal ist es das wert, wenn wir mit den Leuten zusammen sind, die wir mögen, oder wenn wir einfach Spaß haben können. Aber viele Partys sind auch nur dann spaßig, wenn alle trinken und grölen und das Gehirn abschalten. Die wichtigste Erkenntnis war und ist eigentlich, dass ich mir selbst aussuchen kann, wann und wie ich Menschen treffe. Naja, und dass Freunde, die man niemals nüchtern trifft, vielleicht gar nicht unbedingt Freunde fürs Leben sind. Ich weiß, früher fühlte es sich so an, als müsste ich dabei sein. Egal, ob ich wirklich Menschen sehen wollte oder nicht. Alkohol hat die Frage danach, ob ich wirklich dabei sein will, einfach weggewischt. Wichtig, das machen natürlich nicht alle Introvertierten so. Und ich denke auch gar nicht, dass ein kompletter Verzicht wie bei mir für jeden Introvertierten eine gute Empfehlung ist. Aber bei mir war es eben so und ich höre immer wieder von anderen, denen es ähnlich geht. Seitdem ich nicht mehr trinke, gehe ich eben nicht mehr zu Veranstaltungen, die ich ohne Alkohol nicht ertragen könnte. Und die Frage, die sich vielleicht jeder, ganz unabhängig vom Persönlichkeitstyp, stellen sollte, ist, ob sich Menschen und Veranstaltungen, die nüchtern nicht zu ertragen sind, überhaupt lohnen. Nummer 4 in meinem Zukunfts-Ich Probleme bereiten. Dieses Problem ist unter Introvertierten so weit verbreitet, dass es schon unzählige Memes dazu gibt. Somit muss ich diesmal nicht hinterfragen, ob es nur mir so geht. Manchmal habe ich sehr soziale Phasen. In diesen Phasen glaube ich aus irgendeinem Grund, dass es immer so weitergehen wird. Also mache ich große und viele Pläne für die Zukunft. Und dann steht die Zukunft auf einmal unmittelbar an. Und die Begeisterung ist weg. Das ist dann ziemlich blöd, weil ich mich entweder zu etwas zwingen muss, worauf ich keine Lust habe, was ich ja eigentlich nicht mehr machen will. Oder ich muss Termine absagen, was natürlich für diejenigen, die ich treffen sollte, richtig blöd ist. Meine Freunde wissen daher mittlerweile, dass ich meist länger mit einer Zusage warte. Nur weil etwas im ersten Moment so toll klingt, heißt das nicht, dass es später auch noch was ist, wo ich Zeit oder Energie reinstecken will. Einfach nur etwas zu warten und meine Bedürfnisse nochmal zu hinterfragen, rettet mein Zukunfts-Ich vor einigen Problemen. Und da kommt dann auch wieder Punkt 1 ins Spiel. Wenn ich mich bewusst oder sogar begeistert für Termine, Treffen und Veranstaltungen entscheide, fühle ich mich wohler damit. Viele Menschen schauen mich geradezu mitleidig an, wenn ich ihnen erkläre, dass ich ziemlich lange brauche, um mich für oder gegen etwas zu entscheiden. Aber über die Jahre hinweg hat sich nun mal gezeigt, dass es mir damit einfach besser geht. Ich habe es ja anders probiert. Ich wollte liebend gern spontan sein und gleichzeitig große Pläne für die Zukunft haben. Hat aber nicht so gut geklappt. Dieses Umdenken macht mich hoffentlich auch ein klein wenig zu einem besseren Menschen. Denn wer sich immer wieder dabei erwischt, wie er anderen absagt, weil er falsch geplant hat, der holt sich halt nicht unverdient den Ruf ab, nicht wirklich zuverlässig zu sein. Achtung, das heißt natürlich nicht, dass wir nicht alle mal Situationen haben, in denen wir auch spontan absagen müssen. Und dann dürfen wir von Freunden und Familie auch erwarten, dass sie das verstehen. Aber wir zeichnen uns ja vor allem durch das aus, was wir wiederholt tun. Und sich selber besser zu kennen und auch mal das Fahrzeug namens Körper komplett durchzuchecken, bevor wir auf eine lange Tour starten, kann echt hilfreich sein. Nummer 5. Die Persönlichkeit nur auf die Introvertiertheit beschränken. Wie viele Introvertierte hatte ich eine Phase, ganz am Anfang, da habe ich alles, aber auch wirklich alles darauf bezogen, dass ich ja introvertiert bin. Keine Lust auf irgendwas, introvertiert. Etwas falsch gemacht, introvertiert. Etwas richtig gemacht, introvertiert. Schlüssel vergessen, introvertiert. Das ist ein echt weit verbreitetes Phänomen und ich finde es ehrlich gesagt auch mehr als verständlich. Manche von uns lernen erst mit 20, 30 oder 80, was introvertiert sein bedeutet. Das ist dann aufregend. Vieles erklärt sich plötzlich. Die Welt ist leichter zu verstehen, unsere Beziehungen und Beziehungsprobleme ergeben auf einmal Sinn. Dass sowas dann für eine Weile unser Denken und Wahrnehmen einnimmt, ist irgendwie normal. Nur darf das eben nicht ewig so weitergehen. Dann passieren nämlich Fehler im Denken und Handeln, die weitreichende Folgen haben können. So kann es beispielsweise sein, dass wir tatsächliche Störungen nicht erkennen. Immer wieder lese ich, dass es ja so schlimm sei, introvertiert zu sein, weil man nicht mit Menschen reden kann oder Angst vor Veranstaltungen hat oder keinen Erfolg haben kann. Das sind ziemlich falsche und vor allem einschränkende Überzeugungen. Ich kann das nicht, weil ich bin introvertiert. Das einfach überall drüber zu stülpen, heißt auch, sich nicht damit auseinanderzusetzen, warum wir Dinge nicht tun können oder wollen. Die persönliche Entwicklung kann da im Keim erstickt werden. Der andere typische Effekt ist, dass Introvertierte oft Ablehnung oder Gehass auf die Welt und speziell gegen Extrovertierte entwickeln. Plötzlich sind wir die Introvertierten und die anderen, das sind die bösen Extrovertierten. Selbstüberschätzung ist manchmal die Folge. Introvertierte werden ja alle so erleuchtet, tiefgründig und alles in allem besser. Sorry, leider nein. Auch Introvertierte haben Fehler. Oder eben auch einfach andere Persönlichkeitsmerkmale.
Introvertierte können extrem logisch arbeiten oder sich von ihren Emotionen leiten lassen. Sie können Menschenmassen lieben oder hassen. Manche wissen, Diversität in ihrem Umfeld zu schätzen, andere wollen nur mit den Menschen zu tun haben, die genauso sind wie sie selbst. Am Introvertiertsein können wir erst einmal nur festmachen, wie wir Informationen und Reize verarbeiten. Klar gibt uns das oft auch Gemeinsamkeiten. Aber wir bleiben ja komplette Menschen. Zumal auch immer zu bedenken ist, dass es sich um ein Spektrum handelt. Carl Jung sagte mal, es gibt keinen reinen Introvertierten oder Extrovertierten. Eine solche Person wäre in der Irrenanstalt. Durch bestimmte Maßnahmen wie Therapie, Veränderungen im sozialen Umfeld, verbesserte Gesundheit oder einen Jobwechsel können wir auch die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir eher die positiven als die negativen Auswirkungen von Introvertiertheit spüren. Einige persönliche Beispiele habe ich ja hier im Video genannt. Und für mich ist das bereichernd. Meine Introvertiertheit bleibt ein Teil von mir, aber ich nehme sie weder als Ausrede noch als Käfig wahr. Ich muss mit ihr arbeiten. Und damit das gelingt, darf ich eben nicht alles darauf zurückführen, dass ich introvertiert bin. Die meisten meiner Videos sind allgemein gehalten mit einer Prise persönlich. Dieses ist dann persönlich mit einer Prise allgemein. Sag mir gerne, ob das auch gut ankommt oder ob der andere Stil besser ist. Natürlich freue ich mich wie immer, wenn du noch deine Gedanken zum Thema teilst. Du kannst zum Beispiel erzählen, was du verändert hast, seitdem du weißt, dass du introvertiert bist. Oder du kannst auch Fragen stellen. Hauptsache, der Austausch geht weiter. Ich finde das immer noch wunderschön, dass so viele Leute hier zusammenkommen und sich austauschen und somit auch anderen das Gefühl geben, nicht allein zu sein.